Hallöchen und weiter geht's mit Marvel Sturm der Superhelden. Ich würde sagen, wir zocken erstmal hier so ein Duell, so ein Blitzduell. Gucken wir mal hier an. Oh, Marlon 3M, Spieler Level 22. Ich bin gerade mal Spieler Level Nummer 8. Das ist echt heftig, ein krasser Unterschied. Gucken, wie wir uns schlagen. Wir zocken mit unserem Wolverine. Zocken gegen Scarlet Witch. Die ist so ein bisschen stärker als wir, wenn ihr seht. Aber gucken, wie wir uns schlagen. Bis jetzt sieht es ja erstmal ganz okay aus. Aber kann sich natürlich alles auch immer relativ schnell ändern. Oh. Mann, jetzt habe ich wieder Scheiße geblockt. Jetzt reicht es. Jetzt raste ich aus hier, Kollege. Schnürschuhjunge. Bäm, Alter. Alter, die ist echt sauschnell unterwegs. Oh, der war derbe. Aber da teilen wir auch gleich nochmal ihn aus. Und dann kriegt sie den noch mit. Ah, nein! Nein, 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 nein! Bum, 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 bum! Komm, 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 wir müssen gewinnen. Geiler Sieg. Wieder mal auf dem letzten Meter. Der war auf jeden Fall richtig knapp mit unserem Wolverine. 31 ausgeteilt, 23 eingesteckt, aber wir haben gewonnen. So, dann checken wir gleich mal den nächsten Kampf. Gucken, wen wir da haben. Jo, mit Hulk zocken wir gleich mal eine Runde. Checken erstmal ab, wen wir als Gegner. Oh, nochmal Scarlet Witch. Die ist relativ schnell unterwegs. Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir das packen oder auch nicht. Ich bin gespannt. Aber wir geben natürlich wieder mal unser Bestes und dann sehen wir weiter. Das Einzige, was ich jetzt gerade für ein Problem habe, ich block nicht mehr so relativ oft. Das ist mein Problem. Wenn ich noch mehr blocken würde, könnte ich auf jeden Fall noch erfolgreicher kämpfen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen und dann sieht es vielleicht auch wieder ein bisschen anders aus. Oh yeah, jetzt kriegen wir erstmal nochmal ihn auf die Mütze. Aber wir teilen auch gleich nochmal aus. Jetzt kriegt sie. Ah, vorbei, Scheiße. Boom. Bam, bam. Ah, Mist, Mist, Mist. Aber jetzt, yeah. Der Sieg ist unser. Unser Hulk gewinnt natürlich wieder unser Muskelpaket. So, dann gehen wir hier auf weiter, haben den nächsten Kristall eingesammelt und suchen natürlich uns gleich mal den nächsten Gegner im Blitzduell. Wir zocken eine Runde mit Kolossus. Das ist echt ein geiler Kämpfer, den hätte ich auf jeden Fall gerne als 2-Sterne-Kämpfer. Aber hier seht ihr schon den Unterschied Colossus gegen Iron Man 97 zu 120. Also das ist schon ein Unterschied, muss ich sagen. Colossus hat 1 Stern und Iron Man hat 2 Sterne. Hier seht ihr 89 zu 142. Hat sich auf jeden Fall nochmal drastisch verändert. Aber naja, mal gucken. Ja, ist ja klar, dass der uns gleich wieder eine mitgibt. Naja, jetzt werden wir auf die Mütze kriegen, ey. Haben wir keine Chance mehr. Ah, der ist auf jeden Fall besser als wir, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, gut, haben wir auf jeden Fall verdient verloren. War auf jeden Fall ein richtig bitterer Kampf von uns. Von daher brauche ich jetzt ja nicht sagen, Mann, doll war ne. Oder dumm gelaufen. Wie ihr seht. Ich habe 20 Treffer ausgeteilt und 19 eingesteckt. Habe zwar trotzdem verloren, weil er natürlich viel stärker war, aber es war auch wirklich kein doller Kampf von mir. Ich guck einfach mal, ob wir das nochmal toppen können mit unserem Vision. Ist zwar nicht so ein cooler Kämpfer, da gibt es andere, die cooler finden. Aber wir probieren es einfach mal aus. Zocken eine Runde mit Vision. Auch wieder gegen Iron Man. Jetzt seht ihr aber, dass der Stärkeunterschied nicht mehr so drastisch ist. Die sind jetzt beide ausgeglichen. Und jetzt hauen wir, denke ich mal, auf die Schnauze, wenn wir uns nicht ganz so doof anstellen. Nein, ich wollte mein Special gerade machen, ey. So bitter, aber ist egal.
Yeah, KO, so soll es sein. Unser Vision hat gewonnen. So, dann gehen wir erstmal wieder auf weiter und zocken gleich mal das nächste Blitzduell. Wen haben wir jetzt? Jetzt Black Panther, Scarlet Witch oder Gamora? Ich würde sagen, wir zocken erstmal eine Runde mit Gamora. So, auch wieder gegen Iron Man. Ist heute Iron Man Day oder was ist hier los? Naja. So, ich bin gespannt, aber ich denke mal, mit Gamora brauche ich mir eigentlich keine Platte, weil die ist einfach mal extrem genial, die Braut. Eigentlich bis jetzt meine Lieblingskämpferin, die ich bis jetzt am Start habe. Oh, der war bitter. Ah, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen auf die Mütze, aber jetzt teilen wir auch gleich nochmal aus, komm. Ey, gibt's doch ja nicht. Immer wenn ich zuschlagen will, schlägt der auch zu, das ist richtig bitter. Aber also, ja, jetzt gehe ich ab. Jetzt reicht mir das hier, die ganze Scheiße auf Deutsch gesagt. Ja, KO. War zwar kein Dollar KO, aber wir haben auf jeden Fall auf dem letzten Meter neu gewonnen. Darauf kommt es an. Wir gehen hier erstmal auf weiter. Und dann zocken wir gleich mal noch eine Runde mit Scarlet Witch. Oder sollen wir lieber mit Black Panther? Ich nehme erstmal Scarlet Witch und suche mir den nächsten Gegner. Ey, wieder Iron Man. Gibt's ja gar nicht. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich will nicht gegen Iron Man hier mal zocken. Ich will ein bisschen Abwechslung. Naja, aber ist halt so. Müssen wir das Beste, wie ihr sagt, draus machen. Auf jeden Fall ist Scarlet Witch gut schnell unterwegs, also genauso wie Iron Man, von daher passt das ganz gut. Der scheißt hier ein bisschen ein. Der Kollege. Boom. So, also ich glaube, den Kampf werden wir gewinnen, wenn wir uns nicht mehr so doof anstellen. Ey, ist das bitter schon wieder gewesen? Hat er extra gewartet, schlau gemacht. Aber ist egal. Ey, jetzt reicht es aber. So, KO. Gut, war auch kein Dollarkampf. Gucken, wie viel Schläge wir auf der Mütze gekriegt haben. Würde mich interessieren, was haben wir? 17,33 ausgeteilt. Ja, von den Schlägen her waren wir schon besser. Aber zum Schluss halt doch ganz schön noch auf die Mütze gekriegt. Das müssen wir auf jeden Fall wieder mal ändern. Jetzt zocken wir eine Runde mit Black Panther. Auch wieder gegen Iron Man. Alter, das gibt's doch gar nicht. Alter, 572 Kämpfe. Kranke Sache. Der zockt nur den ganzen Tag. Naja, Dollar hat es nicht abgezogen, aber ist egal. Ah, jetzt kriegen wir natürlich nochmal ihn ab, war ja klar. Am coolsten ist immer, wenn wir den dann schon in der Ecke haben, dann brauchen wir uns eigentlich keine Platte so weitermachen, weil die Wahl sieht dann echt bombastisch aus. Ah, jetzt haben wir unseren Special noch vorbeigekloppt. Habt ihr das gesehen? Das hatte ich ja auch noch nicht. So, dann haben wir hiermit erstmal wieder alles erledigt. Ich glaube, wir haben keinen Kämpfer mehr, mit denen wir zocken können. Können wir gleich mal checken. Nö, sieht nicht so aus. Die müssen sich erstmal alle ausruhen. So, dann gehen wir erstmal nochmal zurück, würde ich sagen. Gehen nochmal hier zurück und dann würde ich sagen, öffnen wir erstmal ein paar Kristalle. 8 Stück haben wir auf Tasche. Da würde ich sagen, öffnen wir die, wie ihr sagt, und gucken einfach mal, was wir da so finden. Komm schon, 3-Sterne-Kämpfer. Komm, das wäre so genial. Einfach nochmal ein 3-Sterne-Kämpfer am Start. Sieht aber bis jetzt noch nicht so aus. Aber wir haben ja noch ein paar Kristalle am Start. Vielleicht haben wir ja doch nochmal Glück und bekommen noch einen neuen 3-Sterne-Kämpfer. Wäre auf jeden Fall eine richtig extrem geile Sache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel 3-Sterne-Kämpfer ihr am Start habt.
Außerdem würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr einen 4-Sterne-Kämpfer habt oder eventuell auch ein wie viel 2-Sterne-Champions, würde mich natürlich auch interessieren. Das ist auf jeden Fall auch immer sehr wichtig für mich. Also ich habe einen 3-Sterne und 6 2-Sterne-Kämpfer. Einer von mir ist ein silberner, also hat 2 silberne Sterne. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Also da kenne ich mich nicht so aus. Von daher würde mich das auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt das mal bitte in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Würde mir ja auf jeden Fall gut weiterhelfen. Macht das einfach mal, wäre eine geile Sache von euch. Gut, was haben wir hier? Wie viel? 200? Okay, die nehmen wir natürlich mit. Jetzt haben wir noch 3. Ich würde sagen, die öffnen wir einfach mal so. 450, okay. Dann gehen wir zurück zur Kammer. Und dann würde ich sagen, sind wir auch erstmal wieder durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen mit Marvel Sturm der Superhelden. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.